Vor 3 Jahren habe ich ganz viele Gründe gehabt, weshalb ich gesagt habe, dass ich den Lehrerberuf nicht mag oder sogar hasse und all diese Probleme hatte. Und heute, 3 Jahre später, kann ich wirklich sagen, ich liebe wirklich meinen Beruf. Und ich hätte vor 3 Jahren niemals gedacht, dass ich das heute sagen kann. Und heute möchte ich euch ein kleines Puzzlestück mitgeben, was bei der Planungsarbeit ein wichtiger Grundgedanke ist, um Vorbereitung als Lehrperson nicht als Qual zu erleben, sondern dass es auch irgendwann an einem einfach Spaß machen kann. Viele Lehrpersonen glauben, und ich habe das früher auch geglaubt, dass ein Mittel gegen Störungen im Unterricht folgendes ist, was uns pädagogische Hochschulen und Lehrerausbildungen zum Teil beibringen. Und es mag seine Berechtigung haben, aber ich sehe große Gefahr darin, gerade für Berufseinsteiger. Und zwar rede ich hier von, das ist hier das Buch eben von Kennenden Einfluss von Hattie. Hier kommt auch wieder vor, und als ich das gelesen habe, dachte ich, oh oh, Achtung. Unterrichtsplanung braucht, oder der Unterricht allgemein, Reibungslosigkeit, Schwung, Überlappung, Aufrechterhaltung des Gruppenfokus. Jetzt all diese Dinge lassen uns Lehrpersonen glauben, dass wir den Unterricht so gut planen müssen, dass eben alles so fließend ist und perfekt ist und die Schüler gar keine Möglichkeit haben, Ablenkungen zu finden, sondern wie immer sie immer wieder dazu animieren und den Fokus aufrechtzuerhalten und bei der Sache zu sein und so sie gar keine Zeit haben, um zu schwatzen oder um andere Dinge zu machen und so weiter. Aber das große Problem mit dieser Situation ist, dass wir als Lehrpersonen einfach dann das Gefühl haben, wir müssen jede 45 Minuten Lektion so gut durchplanen, dass eben keine Störungen entstehen kann. Aber das ist einfach ein endloses Fass, weil das ist genau einer der Gründe, weshalb Lehrpersonen sich dann überarbeiten, weil sie zu viel fein planen. Und dann kommt noch das Problem dazu, dass der Plan sowieso nicht immer aufgeht, und das können alle Lehrpersonen bestätigen. Selbst wenn du alles bis ins Minutiöse planst und bis ins jede kleinste Detail, es wird immer ein bisschen anders kommen und vielleicht klappt es mal tatsächlich, aber es ist einfach Aufwand und Ertrag für mich persönlich überhaupt nicht ausgeglichen. So, und letztendlich geht es ja darum, dass die Starken in ihrem Tempo vorwärts machen können und die Schwachen in ihrem Tempo sich Zeit nehmen können. Und da möchte ich einfach auf die Videos von mir, die ich schon gemacht habe, zu selbstorganisiertem Lernen. Ich habe das Video, glaube ich, menschlicher Lernen oder sowas getauft. Aber einfach SOL könnt ihr bei mir eingeben auf dem YouTube-Kanal und findet dann über dieses Unterrichtsmodell ein paar Infos, wie wir unsere Schule gestalten. Im Prinzip geht es darum, dass man als Lehrperson nicht jede einzelne Lektion plant und dann erst das Material rausgibt, sondern dass man den Schülern von Anfang an sagt, so, das machen wir über die nächsten 4-5 Wochen. Und in 4-5 Wochen sollt ihr dieses Material mit mir zusammen, auch angeleitet und so weiter, aber auch selbstständig erarbeiten. Und ihr müsst nicht immer genau in dem Takt vorankommen, den ich empfehle, sage ich jetzt mal, sondern ich sage, es wäre jetzt gut, bis dann das gemacht zu haben, bis dann das, und ich mache ja Inputs und erkläre Dinge. Aber ihr habt einen gewissen Spielraum, wo ihr eben als starke Schüler vorwärts machen könnt. Und selbst wenn ihr am Schluss früher fertig seid, dann werde ich mit euch besprechen, ob ihr vielleicht Assistenzaufgaben übernehmen könnt oder irgendwie noch Zusatzarbeiten oder sowas. Und die Schwachen können sich Zeit nehmen und müssen nicht mit den Starken mithalten. Und dann versuche ich da zu multitasken im Unterricht, weil einfach alle ein komplett anderes Tempo haben. Ja, das ist das eine, also sich dieses Unterrichtsmodell selbstständig organisiertes Lernen anzugucken, SOL. Und das andere ist natürlich schon mit Unterrichtsstörungen und Klassenklima sich auseinanderzusetzen. Dazu habe ich auch schon 2-3 Videos gemacht, die ihr bei meinen Videos da findet. Schaut, dass ihr euch auseinandersetzt mit Forschung und Unterricht allgemein. Und ich weiß, ich habe jetzt quasi etwas kritisiert aus diesem Buch, obwohl ich eigentlich finde, es gibt sehr viele wichtige Dinge, von denen wir als Lehrperson lernen können. Aber trotzdem, heute mal einfach dieser kleine Input. Glaubt nicht, dass ihr mit 1000 kleinen Feinplanungen Unterrichtsstörungen verhindern könnt. Es geht nicht darum, es geht mehr darum, ein Gesamtbild vom Unterricht oder vom Jahr, vom Schuljahr zu entwickeln.
als ein Teil und als anderer Teil eben auf Beziehungsebene mit den Schülern zu arbeiten, um Störungen zu minimieren. Einfach da diese Strategien, die ich in den anderen Videos erkläre, auch die nötige Distanz zu gewinnen und die Elternarbeit zu verstärken und die Zusammenarbeit mit anderen Lehrpersonen, Dokumentation zu führen, all diese Dinge. Okay, das wär's für heute. Holt euch das Buch, in der Videobeschreibung ist der Link zum Buch und damit könnt ihr mich auch unterstützen. Wenn ihr es bestellt, dann erhalte ich eine winzige Provision, auch andere Dinge, und es kostet euch nicht mehr, wenn ihr diese Dinge über Amazon kauft. Gut, bis nächstes Mal, macht's gut, ciao.